Klimaanlagen. Blasen sie uns die Viren besonders intensiv um die Ohren, wie das beim letzten großen Ausbruch in Deutschland der Fall gewesen sein soll, in einer Fleischfabrik? Oder, ganz im Gegenteil, sorgen sie für wichtige Frischluftzufuhr, wenn wir zum Beispiel mit vielen anderen in Bussen und Bahnen unterwegs sind? Ein gewohntes Bild in Zeiten von Corona. Menschen strömen aus der Bahn mit Maske auf der Suche nach dem ersten Atemzug Frischluft. Die Masken sind Pflicht, doch dämpfen sie auch die Sorgen vor einer Ansteckung, vor allem jetzt, da es wärmer wird? Wenn meine Kinder und ich eine Maske tragen und wir 1,5 Meter von jemandem entfernt stehen, der auch eine Maske trägt, dann fühle ich mich eigentlich ganz sicher. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich übermäßig sicher fühle, aber wenn du dich durch die Stadt bewegen willst, bleibt dir nichts anderes übrig. Die meisten modernen Straßenbahnen und Busse sind mit Klimaanlagen ausgestattet, die frische Luft von außen anziehen. Bei vielen U-Bahnen hingegen funktioniert das nicht. Sie haben keine Klimaanlage. Zwar fahren immer noch deutlich weniger Menschen mit als vor Corona, doch es wird langsam wieder voller und heißer. Doch für Frischluft ist gesorgt, versichern die Verkehrsbetriebe. Die Außenluft durchströmt die Wagen die ganze Zeit, während sie fahren. An den Haltestellen gehen die Türen immer auf, sodass ein Luftaustausch stattfindet. Und die Stationen an sich sind auch gut durchlüftet durch die Züge, die immer rein und raus fahren, dabei alte Luft rausdrücken und frische mitbringen. Der Corona-Ausbruch in der Schlachterei Tönjes hat Klimaanlagen wieder in den Fokus gerückt. Auch eine chinesische Studie etwa legt nahe, dass die Klimaanlage in einem Restaurant in der Stadt Guangzhou schuld war, dass sich das Virus dort schnell verbreiten konnte. Die Klimaanlage erzeugt eine Luftbewegung, die das Virus von einer Person zur nächsten befördern kann. Deshalb braucht man im Moment viel mehr Frischluft von außen. Wissenschaftler warnen, es sei zu früh, fundierte Aussagen über den Einfluss von Klimaanlagen zu treffen. Doch klar ist, Frischluft und spezielle Filter helfen, die Viruskonzentration zu minimieren. Solche Filter werden etwa an Bord von Flugzeugen genutzt. Sie säubern den Luftstrom alle 3 bis 4 Minuten. Allerdings nur während des Fluges. Vor Start und nach Landung arbeiten sie nicht. Diese Klimaanlagen müssen schon arbeiten, bevor Passagiere an Bord gehen. Wir denken, dass trockene Luft die Bildung von Aerosolen begünstigt und daher auch die Möglichkeit einer Ansteckung. The possibility of an infection. Der Sommer ist da, der Urlaub rückt näher. Dieses Jahr allerdings gibt es mehr zu bedenken als nur, wohin die Reise geht.